Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Die Wolves gegen RB Leipzig. Am ersten Spieltag die Niederlage. Ein denkbar schlechter Auftakt für die Gastgeber. Heute muss ein Erfolgsheld. Jetzt die Chance. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Chance vertan, die Kugel ist weg. Tyler Adams. Ja, schwacher Ball hier. Gefährlich! Der Befreiungsschlag. Christopher Nkunku. André Silva macht das ganz sicher. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Geblockt vom Verteidiger. Spieltag 2 also in der UEFA Champions League, Buschi. Es ist ein Wettbewerb, in dem Legenden geboren werden, in dem die ganz großen Geschichten entstehen. Und das immer wieder aufs Neue. Oh, warte, was für eine Chance. Der Pass, nichts zu halten hier. Da liegt ja die Defensive im Alleingang aufeinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. 2:1, hier ist noch alles drin. Und nun ein Schuss. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Ecke in die Mitte. Ball ist erstmal wieder raus. Dani Olmo. André Silva. Kein Tor! Na, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Da erobert er den Ball. Konrad Leimer. Kampel. Kampel! Was für eine Rettungstat, gehalten! Ecke kommt ins Zentrum. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Wieder Ecke, mal sehen, was sie daraus machen. Jetzt der Eckball. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Gut aufgepasst. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Und jetzt der Schuss. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Gute Aktion. Ball fliegt hoch ein. Das hätte durchaus was werden können, aber abseits. Ah, da hat das Timing nicht ganz gestimmt. Läuft zu früh los. Kennen wir natürlich besser. Da kann die Abwehr jetzt erstmal durchschnaufen. Die Chance jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. André Silva. Machen Sie gut da im Aufbau. Erstmal abgeblockt.
Die Vorteile beim Ballbesitz sind heute bislang auf Seiten der Wolves. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Den Angriff unterbindet er, aber ich vermute, das gibt Gelb. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Und jetzt die Chance. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Tyler Adams. Schwache Aktion, Ballverlust. Schöner Angriff von den Wolves. Jetzt die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Klasse Technik. Christopher Nkunku. Der geht nicht rein. Alle waren hier schon aufgesprungen und dann verhindert das Alu diesen Treffer. Eine unglaubliche Szene. Gefährlich jetzt. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich, was für ein Reflex. Ecke kommt kurz. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Die Gelegenheit. Und zur Pause können wir uns als neu. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Setzt sich klasse durch. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Jetzt die Ecke. Gefährlich jetzt. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann stimmt die Zuordnung da hinten nicht. Kurz die Verwirrung. Und das nutzen sie aus. Ganz geschickt. Drin der Ball. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Christopher Nkunku. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Er lässt den Gegner stehen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Super, wie sie das Kurzpassspiel hier aufziehen. Da läuft der Ball perfekt und sie haben es jetzt natürlich auch nicht eilig. Schönes Dribbling hier. Gute Aktion. Das macht er gut. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Kampel. Dani Olmo.
Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Die Wolves sehen, ja, da ist Platz auf außen. Sie können es machen. Gulagi, kein Tor. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Gareth Bale. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Er holt sich vorne den Ball. André Silva. Weiter gefährlich. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Ja, er verhindert das Tor mit einer Riesenparade. Also die Szene werden wir noch häufiger sehen. Da haben sie die Chance. Sie machen das Tor! Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Und nun Bale. Bale ist am Ball. Den Zweikampf führt er sehr gut. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das ist noch gefährlich. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Wirklich torreich, wie es heute zugeht. 6:2. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Es gibt einen Wechsel. Der Ball kommt rein. Vielleicht die Chance. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ball bei Bale. Klasse Pass! Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. 6:3 der Spielstand. Ein Fest für die Zuschauer und uns. Ein Albtraum für die Trainer. Konrad Leimer, gut, wie er den Ball abblockt. Da ist der Ball weg. Campbell.
Vielversprechender Steilpass. Und der nächste Treffer. Sie legen noch einen nach, verkürzen weiter. Ja, kommen Sie noch mal ran in diesem Spiel. Was für ein Fußballspiel. Und damit wir es nicht vergessen, 6:4 steht es. Ja, Sie haben richtig gehört. 6:4. Nordi Mukiele. Kevin Campbell. Bale. Den Ball holt er, gut verteidigt. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Er unterbindet den Angriff wohl auf Kosten einer gelben Karte. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Was macht er draus? Da ist er drin, ein tolles Tor. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den Kick machen. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration. Jetzt die Chance. So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Pass, nichts zu halten hier. Und nun ein Schuss. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Campbell. Campbell. Was für eine Rettungstat, gehalten. Die Chance jetzt. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Schöner Angriff von den Wolves. Jetzt die Chance. Trifft er, ja, drin, Tor. Der geht nicht rein. Alle waren hier schon aufgesprungen und dann verhindert das Alu diesen Treffer. Eine unglaubliche Szene. Jetzt die Ecke. Gefährlich jetzt. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Oh, war das knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Gute Aktion. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück.
Es kommt ein frischer Mann. Sie machen das Tor. Er lässt sich da nicht aufhalten. Das ist noch gefährlich. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Ball bei Bale. Klasse Pass! Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Kampe. Und der nächste Treffer. Sie legen noch einen nach, verkürzen weiter. Ja, kommen Sie noch mal ran in diesem Spiel. Was macht er draus? Da ist er drin, ein tolles Tor.